Guten Abend, meine Damen und Herren. Bevor ich beginne, vielleicht kurz zu meiner Person, weil Sie mich nicht kennen. Mein Name ist Hans Zielitto. Das Thema lautet die Gizeh-Pyramiden in einem völlig neuen Licht. Dann geht es um die Größen der Pyramiden, die Frage, warum sind die Pyramiden so riesengroß? Die Frage, gibt es einen astronomischen Zusammenhang? Aus diesem astronomischen Zusammenhang ergibt sich dann ein Zeitpunkt, der in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegen wird. Hier ist ein Luftbild, das habe ich beim Anflug auf Kairo aufgenommen aus meinem Flugzeug. Man sieht rechts die Cheops-Pyramide, in der Mitte die Khafre-Pyramide und die kleine ist die Mykerinos-Pyramide. In der Mitte die Khafre-Pyramide oder auch zweite Pyramide und die Mykerinos-Pyramide im Vordergrund und noch drei Nebenpyramiden der Mykerinos-Pyramide. Jetzt die Frage, jetzt muss ich mal gucken, genau, warum sind die Pyramiden so gigantisch groß? In der Ägyptologie wird gesagt, dass die Cheops-Pyramide eine Grundkantenlänge von 440 Ellen hat. Das entspricht 230 Metern ungefähr. Und wenn man die nur halb so breit gebaut hätte, dann hätte sie nur ein Achtel des Volumens. Das hätte doch eine Menge Arbeit gespart. Warum sind die also so groß? Also ich dachte mir, wenn da jemand so etwas baut und auch so präzise baut, die Verkleidungsblöcke, die passen auf Bruchteile von Millimetern, dann wird man sich schon überlegt haben, wie groß man die baut und nicht zufällig 440 Ellen nehmen, warum nicht 330? Und was ich gemacht habe, ich habe mir einfach ein Physikbuch genommen, Tabellen und mal mir irgendwelche physikalischen Konstanten rausgesucht und rumgeguckt. Ich dachte mir, wenn jemand sowas baut, möglicherweise, also wenn ich der Baumeister wäre, ich würde es versuchen, auf irgendwelche Naturkonstanten zurückzuführen. Und was ich gefunden habe, ist Folgendes. Das Volumenverhältnis von Sonne zu Erde ist 1,3 Millionen zu 1. Wir haben drei Größen, Volumen der Erde, der Sonne und die Lichtsekunde. Und dadurch wird die Größe der Cheops-Pyramide definiert. Wahl von Sonne und Erde ist sinnvoll. Also wir haben nicht den Pluto oder den dritten Saturnmond oder irgendeinen anderen Körper, sondern die Erde, auf der die Pyramide steht. Und die Sonne, unser Zentralstern. Wissen Sie, wer die Sekunde auf diesem Planeten eingeführt hat? Die Zeiteinteilung in 24 Stunden, Stunde in 60 Minuten, die Minute in 60 Sekunden. Wer hat es eingeführt? Also jedes Kind lernt in der Schule oder zu Hause diese Zeiteinteilung. Wir haben also zig verschiedene Längenmaße auf der Erde. Wir haben Gewichtsmaße, Volumenmaße, wir haben hunderte von Währungen, aber wir haben nur ein einziges Zeitmaß. Also wenn Sie es nicht wissen, dann brauchen Sie sich nicht zu schämen, das weiß nämlich niemand.
Sie können also einen Professor fragen, einen beliebigen, der wird Ihnen wahrscheinlich keine Antwort geben können. Man kann es jetzt auch so ausdrücken, die Größe der Cheops-Pyramide wird durch die Zeit definiert, genauer gesagt durch eine Lichtsekunde. Als ich in Karlsruhe einen Vortrag darüber gehalten habe, das ist schon einige Jahre her, kam am Ende des, also und da war ich erst den halben Weg gewissermaßen gegangen, da hatte ich mich mit der zweiten Pyramide noch nicht beschäftigt. Und da kam die Frage, wie es denn damit aussieht, mit der Kefren-Pyramide. Gibt es da auch eine Gleichung? Als ich zu Hause war, habe ich mich dann gleich darauf gestürzt, in den Büchern gewälzt und zunächst mal nichts gefunden. Dann habe ich also alles Mögliche versucht und plötzlich hatte ich eine Idee, die Venus. Die Venus ist unser Nachbarplanet und ist etwas kleiner als die Erde. Genauso ist die zweite Pyramide etwas kleiner als die Cheops-Pyramide. Wenn man das als Gleichung aufschreibt, ergibt sich, dass das Volumenverhältnis der Pyramiden dem Volumenverhältnis der Planeten entspricht. Die Gleichung ist also noch einfacher als die erste. Und hiermit wird praktisch die Größe der zweiten Pyramide definiert. So, Mykerinos-Pyramide, das ist die dritte. Tja, das hat bei mir ziemlich lange gedauert, bis ich da etwas gefunden habe. Zunächst einmal, wenn wir schon Erde und Venus haben, dann gucken wir uns mal die anderen Planeten an, die wir noch im Sonnensystem haben. Erde und Venus haben wir schon verwendet in den beiden Gleichungen. Und man könnte sich jetzt vorstellen, dass also es würde eigentlich nur noch Merkur oder Mars in Frage kommen. Wobei Merkur zu bevorzugen ist, weil dann hätte man die ersten drei Planeten und die würden die Pyramiden repräsentieren. Nochmal als Gleichung hingeschrieben, das Verhältnis der Grundkantenlängen von der Cheops-Pyramide zur Mykerinos-Pyramide ist gleich dem Verhältnis der AP-Distanzen von Erde zu Merkur. Und wir haben wieder den mathematischen Dreisatz, eine ganz einfache Gleichung. Einfacher geht es eigentlich nicht. Fassen wir zusammen, wir haben drei Gleichungen, mit denen praktisch die Größen der drei Pyramiden festgelegt werden. Und das Besondere ist, dass in allen drei Gleichungen die Cheops-Pyramide der Erde zugeordnet wird. Hier und auch hier. Weiterhin wird die Mykerinos-Pyramide dem Merkur zugeordnet, Kefren-Pyramide der Venus und die Sonne dem Licht. Gibt es einen Zeitpunkt, wo die Pyramiden genau diese Anordnung einnehmen, wo praktisch die Pyramiden tatsächlich die Konstellation der Pyramiden darstellen? Und das zu berechnen, ist eigentlich ziemlich schwierig. Und zwar, dass man könnte es theoretisch, es gibt die sogenannte Keplersche Gleichung, mit der die Planetenbewegung beschrieben wird. Es ist aber so, die Planetenbahnen ändern sich mit der Zeit. Jetzt kommen wir zu einem technischen Phänomen. Das Interessante ist, hier gucken wir auf das Pflaster. Man findet eigentlich nirgendwo Fugen, die sich kreuzen, sondern immer, man hat eine Fuge und eine andere Fuge trifft auf diese Fuge. Ich habe das eine T-Ecke genannt. Und dann passiert es, dass plötzlich innerhalb eines Blocks die Fuge einen Knick macht. Das habe ich eine L-Ecke genannt. Hier haben wir nochmal eine T-Ecke. Die Frage, warum wurde so merkwürdig gebaut? Hier haben wir habe ich so ein Maßband hingelegt zum Vergleich, um die Breite der Fuge abzuschätzen. Die ist also deutlich unter einem Millimeter. Und hier ist noch ein Phänomen, die Blöcke sind nicht immer quaderförmig, sondern die haben oft nicht vier, sondern fünf, sechs, sieben, acht oder mehr Seitenflächen. Hinzu kommt, dass das ist auch bekannt, die Winkel fast nie rechte Winkel sind. Das sind entweder spitze oder stumpfe Winkel. Und die Pflastersteine passen gewissermaßen wie ein Puzzle zusammen. Die Frage, warum wurde so gebaut? Da gibt es jedoch einen logischen Haken. Und zwar, angenommen, es gibt so eine Schnitttechnik, wie so ein Laserschwert zum Beispiel. Übrigens, Laser kann man nicht verwenden, weil, also Laser könnte es nicht gewesen sein, wenn es eine Schnitttechnik gab, weil Laser durch Hitze schneidet. Da wird Material geschmolzen, man hätte Schmelzspuren am Gestein finden müssen. Außerdem kann man mit Lasern auch nicht so tief schneiden. Es werden heute Stahlplatten geschnitten, die einige Millimeter, vielleicht einen Zentimeter dick sind. Aber der Laser divergiert wieder ein wenig. Also man kann nicht einen Meter tief damit schneiden. Das dazu. Also jetzt die Sache, die etwas unlogisch ist. Wenn man so eine Schnitttechnik hat, dann würde eigentlich dieser Block hier, dieser rohbehauene Block, keinen Sinn machen, sondern man würde diese Technik auch in den Steinbrüchen anwenden. Man würde in den Steinbrüchen die Blöcke einfach herausschneiden und dann würde es sich anbieten, die Blöcke genauso, wie man sie herausgeschnitten hat, wieder zusammenzusetzen bei der Pyramide, wo es ja nur darum geht, ein großes Volumen zu füllen.
Das hätte zwei Vorteile. Man würde zum einen müsste man den Block nicht nochmal bearbeiten, weil er schon passt. Und man hat auch keinen Materialverlust, man hat keinen Schutt, den man wegräumen muss. Das hätte aber eine Konsequenz. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, also wenn man die Blöcke auseinanderschneidet und genauso wieder zusammensetzt, dann müssten sich natürliche Strukturen in den Blöcken über die Fugen fortsetzen. Verstehen Sie, was ich meine? Und zwar, die Fuge läuft hier in der Mitte lang, gekennzeichnet durch die Pfeile. Und man sieht, dass hier zum Beispiel so eine bläuliche Fläche ist, die sich über die Fuge hinsetzt, fortsetzt, über die Fuge hinweg. Hier ist nochmal, das ist die Oberseite der Pflastersteine an einer Stelle. Und zwar hier sind auch so Flecken, die im Gestein sind, die sich auch möglicherweise also fortzusetzen scheinen. Man kann es auch viel einfacher beweisen. Jetzt gehen wir nochmal etwas näher ran. Das ist jetzt der Punkt, an dem sozusagen die senkrechte Fuge auf die waagerechte Fuge trifft. Hier verläuft die Fuge. Das ist Millimeterpapier, das habe ich draufgeklebt zum Größenvergleich. Und wenn man hier genau hinguckt, hier haben wir eine Struktur, die so schräg liegt und die sich auch über die Fuge fortzusetzen scheint. Ich bin dann etwas nach links gegangen. Hier haben wir nochmal das gleiche Bild. Und hier ist zum Beispiel eine Linie, die setzt sich einfach über die Fuge fort. Also wenn heute zum Beispiel Granit geschnitten wird oder gesägt wird, dann benutzt man zum Beispiel Bänder, die mit Diamantpartikeln belegt sind. Und dann entstehen immer mindestens mehrere Millimeter ein Sägespalt oder ein Zentimeter. Und wenn man an einer Fuge eine schräge Linie hat, dann würde ein Stück Material fehlen. Und wenn man die Blöcke wieder zusammenschiebt danach, dann hätte man einen Versatz. Die Linie würde nicht mehr genau passen. Man hätte einen Versatz von mehreren Millimetern. Das haben wir hier aber nicht. Dies ist nochmal ein Teil der senkrechten Fuge. Man sieht hier auch, dass also hier haben wir so einen hellen Bereich, der auf beiden Seiten ist. Hier ist so errötlich, hier ein dunkler Bereich. Genau, das habe ich fugenübergreifende Strukturen genannt. Nochmal, damit es verständlich wird. Das ist das Phänomen. Die Blöcke wären praktisch geschnitten worden ohne Materialverlust, was wir selbst heute nicht machen können. Da gibt es keine Möglichkeit. Die Strukturen würden sich einfach fortsetzen. Was man normalerweise erwartet, das konventionelle Bild sieht so aus. Die Strukturen enden hier. Das ist eine noch stärkere Vergrößerung. Das ist wiederum Millimeterpapier. Das ist ein Millimeter von hier bis hier. Und Sie können hier mal die Breite vergleichen. Die Fuge verläuft hier. Ich habe meinen Chef gefragt, wie er die Breite einschätzt. Er sagte 100 μ spontan. Das ist ein Zehntel Millimeter. Und das sind tonnenschwere Blöcke. Die haben Gewichte im Tatimmel des Käferin von mehreren Tonnen, 5 bis 10 oder 15 Tonnen, die praktisch auf Bruchteile von Millimetern genau passen. Und hier sieht es schon so aus. Dieses Korn ist praktisch fast genau in der Mitte durchgeschnitten worden. Hier ist auch so ein heller Bereich. Genau, es gibt noch mehr Bilder. Das ist die gleiche Vergrößerung. Ich habe die Skala hier unten hingemacht. Die Fuge verläuft wieder waagerecht in der Mitte. Und hier finde ich, ist es noch deutlicher. Dieser Bereich setzt sich über die Fuge fort. Also die Pfeile, die kennzeichnen den Verlauf der Fuge. Hier haben wir auch so einen hellen Bereich. Kann eigentlich jeder selbst gucken. Das hat einige Konsequenzen. Also wenn das der Fall ist, dann hat die Ägyptologie wirklich ein Problem, gelinde gesagt. Kommen wir zur Zusammenfassung. Der astronomische Zusammenhang, also aus den Gleichungen geht hervor, dass die Pyramiden offenbar die drei inneren Planeten des Sonnensystems repräsentieren: Merkur, Venus und Erde. Die Anordnung der Pyramiden stellt eine Konstellation der Planeten dar, wobei sich Merkur in der größten Entfernung zur Sonne befindet, im Aphel. Das Entscheidende ist, also wenn man annimmt, dass man zum Beispiel für eine Gleichung eine Wahrscheinlichkeit von 10% nimmt, dass in einem von 10 Fällen man zufällig auf so eine Gleichung stößt, dann ist der entscheidende Punkt, dass die drei Gleichungen im Grunde unabhängig voneinander sind. Dann die Anordnung der Pyramiden hat auch mit den Größen der Pyramiden nichts zu tun. Es gibt also verschiedene Aspekte, die alle für sich eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass alle Größen gleichzeitig zufällig so hinkommen, ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Man multipliziert also kleine Zahlen und das Ergebnis ist noch viel kleiner. Und das Ergebnis ist hier, dass die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Zusammenhänge zufällig so passen,
deutlich kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit für einen Hauptgewinn im Lotto. Ja, ich hoffe, dass das eines Tages geprüft wird. Wir haben übrigens schon einen Antrag gestellt, schon vor Jahren, wo wir unseren Versuch beschrieben haben. Wir haben keine Antwort gekriegt. Also von der Uni mit Stempel, Unterschrift des Professors, keine Antwort bekommen. Es scheint so, als ob damals eine Hochtechnologie vorhanden gewesen ist. Unabhängig davon, wer die Baumeister waren. Also wenn Cheops die Pyramide gebaut hat, dann muss auch er diese Hochtechnologie besessen haben. Und wenn er es nicht war, dann war es halt jemand anders. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für die Geduld, die Sie hatten. The Owl Song. Here we go. See you.
say, welcome to the madhouse.